Schweizer Eisenbahnen. Integrierter Taktfahrplan, kurz ITF genannt, ist eine Erfindung der Schweizer Eisenbahnen. Die Schweizer erkannten, dass es wenig Sinn macht, mit Hochgeschwindigkeit von A nach B zu kommen, um dann in B eine halbe Stunde oder mehr auf den Anschlusszug warten zu müssen. Stattdessen entwickelten sie eine ganz andere Bahnphilosophie. Eine Bahnpolitik des schnellen Netzes statt Hochgeschwindigkeitsstrecken. Ein Eisenbahnnetz wird dann schnell, wenn in den Umsteigeknoten des Netzes die Anschlüsse nahezu zeitgleich nebeneinander erfolgen und dadurch keine oder nur geringfügige Wartezeiten entstehen. Es kommt also nicht darauf an, mit maximaler Geschwindigkeit zu fahren, sondern mit der Geschwindigkeit, die dann den Zug im vorgesehenen Zeittakt im Umsteigeknoten ankommen lässt. Ein solcher ITF-Knoten braucht ausreichend Zulaufgleise und so viel Bahnsteiggleise, wie er Verbindungen herstellt. So, also unseren ersten Redner bitte ich jetzt, Herr Professor Weibel, uns etwas zu erzählen. Geschätzte Damen und Herren, guten Abend miteinander. Dieses Bild hat man in den Schweizer Medien sehr präsent gesehen, Anfangs Jahres. Es war zum Beispiel auf der Frontseite der Neuen Zürcher Zeitung. Und dieses Bild ist ein Statement. Ein Statement, dass die bevölkerungsreichste Volkswirtschaft der Welt, die dynamischste Volkswirtschaft der Welt, auf die Bahn setzt, dass die Bahn dort ein absolut zentraler Standortfaktor ist. Und das gilt auch für uns. Warum die Bahn? Weil kein anderes Verkehrsmittel auch nur annähernd in der Lage ist, so viele Menschen so effizient zu transportieren. Das Thema für heute: Was macht eine gute Bahn aus? Es liegt mir fern, jetzt zu renommieren mit meinem Lebenslauf, aber ich möchte ein paar Dinge anhängen. Ich war zwar 14 Jahre lang Chef der SBB, aber nicht, dass Sie denken, da kommt einer jetzt aus dieser engen Alpenrepublik und meint, seine Dinge verkünden zu müssen. Überall, ich war als erster und bisher einziger Ausländer 5 Jahre lang im Verwaltungsrat der französischen Staatsbahn. Ich habe tief dort reingesehen. Ich war 4 Jahre lang Präsident des Weltverbandes der Eisenbahnunternehmungen. Ich habe Bahn all überall gesehen und ich bin immer noch Aufsichtsratschef der Westbahn in Österreich seit 2008. Das ist eine private Bahn, wirklich privat finanziert, die in Konkurrenz zu den österreichischen Bahnen fährt. Das wäre allein ein abendfüllendes Referat zu einem etwas anderen Thema, mit 7 brandneuen Doppelstockzügen von Stadler Rail Bustang fahren wir Wien-Salzburg. Also ich bin immer noch im Geschäft. Also was macht die Bahn aus? Und ich bin auf 7 Faktoren gekommen. Der erste Faktor ist ein gutes Angebot. Was heißt das? Ich denke zuerst, wenn man vom Angebot spricht, muss man immer fragen, was wollen die Kundinnen und Kunden? Ich beschränke mich jetzt einmal auf den Fernverkehr. Das Erste ist sicher die Verfügbarkeit. Die ist nicht so wahnsinnig groß, wenn man hier schon 21, 51 abreisen muss, damit man noch anständigerweise nach Mannheim kommt. Das heißt also, es braucht Züge, es braucht Fahrgelegenheiten, es braucht Zuverlässigkeit, es braucht einen Sitzplatz, es braucht eine gute relative Reisezeit, weil die spielt absolut eigentlich keine Rolle, aber im Verhältnis zur Konkurrenz spielt sie sehr wohl eine Rolle. Und das ist neu. Wir haben festgestellt, in der Schweiz, die junge Generation, die wählt den öffentlichen Verkehr, weil sie immer online sein kann. Das heißt, man muss die Gelegenheit geben, online zu sein. Der Fahrplan. Jetzt, das liegt mir jetzt sehr am Herzen, zu differenzieren. Was Sie jetzt gehört haben über den integrierten Taktfahrplan, ist nicht ein allgemeingültiges Rezept. Es kommt auf die Netzstruktur an. Und es gibt 3 Formen von Netzstrukturen.
natürlich einmal idealtypisch. Die erste ist die lineare. Die lineare. Japan. Warum haben die Hochgeschwindigkeit gemacht? Tokio 30 Millionen, Osaka 18 Millionen, dazwischen noch Nagoya 11 Millionen. Da geht gar kein anderes System. Und es ist natürlich klar, wir kennen ja alle die Geschichten heute in den Leserbriefen wieder im Spiegel, dass man dort halt genau steht, wo der Punkt ist und genau dort hält der Zug. Aber ich kann Ihnen sagen, wenn Sie nur schütteln, hin und her fahren, ist es relativ einfach, sehr genau und präzise zu sein. Ähnlich linear, nicht ganz so, aber auch eigentlich ziemlich linear ist Österreich mit der Hauptachse eben gegen Salzburg. Deshalb klappt das auch. Und wir mit der Westbahn, wir schütteln auch, wir fahren hin und her. Und ich kann Ihnen sagen, das ist natürlich einfacher als in anderen Systemen. Die zweite idealtypische Netzstruktur ist Frankreich mit dem Stern. Also die sternförmige, übrigens Spanien auch ähnlich eigentlich. Und dann gibt es als dritte Struktur das eng vermaschte Netz. Wie hier in Deutschland, wie in England und wie in der Schweiz. Dann kommt die Demografie dazu und die Geografie, die eine wesentliche Rolle spielt. Das ist vor allem die Anordnung, die Größe der Städte. Und Deutschland ist natürlich nicht wahnsinnig einfach mit dieser unglaublichen Ansammlung von Städten im Ruhrgebiet Köln. Und deshalb fahren Sie ja mit über 300 zwischen Frankfurt und Köln. Und wenn ich das noch richtig im Kopf habe, ist die Reisegeschwindigkeit dann doch nicht sehr viel höher als 160 Kilometer. Wenn Sie die Rechnung machen, Peking, Guangzhou, es sind 250 Kilometer im Schnitt. Also ist etwas anders. Also es kommt sehr auf diese Struktur aus. Und ich denke, die größte Herausforderung ist im vermaschten System. Und da geht es darum, eigentlich eine Gesamtoptimierung des Fahrplans hinzukriegen. Und ich denke, das war der ganz große Schritt, den wir gemacht haben bei uns in der SBB. Übrigens, ich muss auch korrigieren, es sind nicht die Schweizer, die den integralen oder integrierten Taktfahrplan erfunden haben. Es waren die Holländer. Wir haben ihn abgekupfert 1982. Das hat aber nicht viel bewirkt, muss ich Ihnen sagen. Der integrale Taktfahrplan für sich allein kann gar kein Ziel sein. Aber dann kam die Idee, das Gesamtsystem zu optimieren mit diesen Symmetrieknoten, das Sie gesehen haben im Beitrag. Das war der urschweizerische Ansatz und damit haben wir einen Paradigmawechsel gemacht. Das ist wirklich Innovation, weil bis dahin galt eigentlich immer die Gleichung: Der Fahrplan ist eine Funktion der Investitionen. Also man hat zwei Orte gehabt, man hat das Lineal gemacht, die kürzeste Strecke, hat dann gerechnet und am Schluss ist der Fahrplan rausgekommen. Wir haben das umgedreht und gesagt, die Investition ist eine Funktion des Fahrplans. Wir wollen dieses Knotensystem und da hatten wir von der Geografie her halt Glück, dass jetzt bei uns, wir sagen, das goldene Dreieck, Basel, Zürich, Bern, dass dort die Stunde sehr gut möglich war. Die Fahrzeiten vorher waren so zwischen 70 und 80 Minuten, aber auch sonst Luzern, Lausanne und so weiter. Das war eigentlich die grundlegende Idee. Und in diesem System, in diesem vermaschten System, ein integraler 30 Minuten bzw. 60 Minuten Takt, also bei uns ist eben die 30 Minuten in den starken Verkehren die Norm, was den ganz großen Vorteil hat, dass man die Zugsläufe alternieren kann. Traditionellerweise bei uns, da wurde St. Gallen, Zürich, Bern, Lausanne, Genf gefahren und jetzt wird in der Stunde wird von Romanshorn, Zürich, Bern, Brieg gefahren ins Wallis und zur Stunde der traditionelle Lauf. Sie haben also einen durchgehenden Halbstundentakt. Wer aber sitzen bleiben möchte, der kann dann eben auch sitzen bleiben. Und dann kommt etwas weiteres dazu, dass dieser Fahrplan mit allen Verkehrsträgen abgestimmt ist. Und da gibt es in der Schweiz sehr viele. Es gibt 5000 Kilometer Netz bei uns, 3000 ist SBB, das sind eigentlich die starken Linien, auch historisch gesehen. Und 2000 Kilometer bei uns die sogenannten Privatbahnen. Das sind sehr oft Schmalspurbahnen, die sind nicht privat im engen Sinne des Wortes, die gehören vorwiegend den Kantonen und den Kommunen. Dann gibt es unzählige Buslinien und der Ansatz ist wirklich, alles zusammen zu optimieren. Und damit gibt es ein System, das
so einfach ist. Von überall nach überall, mindestens jede Stunde, sehr oft jede halbe Stunde, von morgen früh bis abends spät. Und das ist, plötzlich haben Sie eine echte Alternative. Der öffentliche Verkehr ist wirklich eine Alternative. Ich habe kürzlich darüber in Frankreich gesprochen und dann einen Vergleich mir erlaubt. Und zwar von zwei Städten, einer französischen, ich will auch höflich sein hier in Deutschland, und einer schweizerischen, die sind genau gleich groß. Und Sie sehen hier die Anzahl Züge von morgens 6 Uhr bis Mittag. Lons-le-Saunier, 18.000 Einwohner, im Jura, das sind gerade mal 8 Züge, ist übrigens ein sehr großer Gach SNCF dort. Und Solothurn, wo ich zufälligerweise aufgewachsen bin, 96 Züge fahren dort weg am Morgen 6 Uhr bis mittags. Zweites Element, das Frequent Traveler System. Ich sage dem einfach so, weil es hat sich der Begriff durchgesetzt in der Luftfahrt, Sie kennen das, Miles and More und so weiter. Bei uns war das, ich würde sagen, vielleicht das Wichtigste überhaupt. Wichtiger als jeder Taktfahrplan war das Halbtagsabonnement, das wir 1987 eingeführt haben. Halbtags heißt, Sie können zum halben Preis fahren auf dem ganzen Netz, erste Klasse, zweite Klasse. Es gab es schon vorher, aber es war ein sehr kompliziertes System. Es hat 360 Franken gekostet im Jahr und es gab etwa 12 verschiedene Sorten. Und wir haben dann das alles zusammengenommen, nur noch eines, es hat damals 100 Franken gekostet. 660.000 waren im Umlauf. Bedenken Sie immer, die Schweiz hat damals gehabt 6 Millionen Einwohner. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, 1 Million, und wir haben nach 2 Jahren 2 Millionen erreicht. Es sind jetzt 2.381 solcher Halbtagsabonnemente im Umlauf, und ich bin sicher, das hat die Schweiz zu Bahnfahren gemacht. Und es war 1987 auch das Jahr, in dem wir die Volksabstimmung hatten über Bahn 2000, und das spielte eine ganz wesentliche Rolle. Damals hatten wir 25.000 Generalabonnemente im Umlauf. Das Generalabonnement ist wirklich, wie wir sagen, der Passepartout überall. Also da können Sie mit allem fahren, mit jedem Tram, mit jedem Bus, mit vielen touristischen Anlagen. Wenn Sie das haben, reisen Sie einfach ohne irgend noch diese Automatengeschichten und Billett- und Billettautomaten und Schaltergeschichten. Von 25.000 auf 442.000. Das heißt, 35% der Gesamtbevölkerung im ganzen Lande hat einen solchen Frequent Traveler Ausweis. Rechnen Sie das hoch. Es ist immer einfach Faktor 10, müsste es sein in Deutschland. Das Ding ist nicht billig. Generalabonnement ist ein relativ großes Sortiment. Ich habe das billigste, ist das Zweiklass-Generalabonnement, 2680 Franken. Erste Klasse 5.800 Franken pro Jahr, dazwischen gibt es für Senioren und so weiter. Das Halbtagsabonnement kostet jetzt 175 Franken und für 450 Franken kann man es für 3 Jahre kann man das, sich leisten. Dritter Punkt, ein zuverlässiger Betrieb. In der Schweiz richtet man die Uhr nach der Abfahrt der Züge. Das ist... Ja, meine Damen und Herren, das ist ein Sprichwort, das natürlich maßlos übertrieben ist. Aber irgendwo hat sich das durchgesetzt. Und so oder so, es ist einfach klar, dass wenn Sie Kundenumfragen machen, die Zuverlässigkeit, sprich die Pünktlichkeit, ist das absolut Erste, was Kunden, Kundinnen halt wollen. Was heißt das? Ich habe ja auch diese lange Geschichte mit Herrn Grube gelesen, letzte Woche im Spiegel. Ich habe unzählige Male mit meinem Kollegen Hartmut Medorn darüber gesprochen. Er hat mir immer gesagt, ja weißt du, in einem so kleinen Land ist das einfach. Und ich habe ihm immer gesagt, ja weißt du was, wenn du längere Strecken hast, ist es einfacher, Verspätungen aufzuholen. Aber ich sage Ihnen, es ist eine Sache der Kultur. Es braucht lange, lange, lange Zeit des Arbeitens und Sie sehen es unten, es ist ein täglicher Kampf, ein täglicher Kampf.
Die Qualität der Produktionsplanung ist unheimlich wichtig. Die Fahrplanbauer, man würde denken, das macht jetzt die Maschine. Aber ich habe nicht alles aufgezählt. Ich war noch 4 Jahre lang Präsident der Europäischen Fahrplankonferenz. Und da war ich immer so frappiert, dass jede Bahn ihre 1 oder 2 absoluten Fahrplanspezialisten gehabt hat. Ich habe gesagt, nein, auf dem Gleis 7 im Gare de Lyon, da bringst du höchstens 13 Wagen rein. Die haben wirklich, die kennen diese Geschichte, die arbeiten täglich. Und ich kann Ihnen sagen, wenn Sie einen guten Fahrplan machen wollen für die Pünktlichkeit, Sie brauchen Reserven. Das ist absolut entscheidend. Wir sind heute sehr pünktlich von Basel, nein, ich bin in Bern eingestiegen, in die IC, pünktlich angekommen in Karlsruhe pünktlich abgefahren, 5 Minuten Verspätung in Stuttgart, ohne irgendeinen erkennbaren Grund. Es wird vielleicht einen gegeben haben, ich weiß es nicht. Und dann brauchen Sie einen effizienten Regelkreis, wo jeden Tag daran gearbeitet wird. Ja, ich habe mir die Geschichte sehr genau angeschaut, dieses Gespräch mit Herrn Grube. Natürlich ist es so, Sie haben unzählige Faktoren auf dem Netz und es hat auch externe Faktoren. Er hat ja sehr stark auf das, als die Kupferdiebe und die Selbstmörder und. Aber ich sage Ihnen, ich habe so lange damit gearbeitet, es sind nie mehr als 10% der Verspätungsminuten durch externe Faktoren. Und 90% sind natürlich selber gemacht. Das sind die Stellwerke, das sind das Rollmaterial, das sind die Fahrleitungen, ist unglaublich wichtig. Und es hat halt auch mit Unterhalt, mit all dem zu tun. Eben, also es hört nie auf. Also man sagt ja, die Perfektion ist das Ziel, man erreicht sie nie. Aber es braucht wirklich eine Kultur, um dafür zu arbeiten. Und das kann ich sagen, heute bei uns, ja, die Sachen, die passieren, Personenunfälle und so weiter, da hat man Verständnis, aber grundlegend ist man eigentlich zufrieden mit dem, was wir bieten. Wenn man noch das Gefühl hätte, es wäre bei uns einfacher, dann habe ich noch ausgerechnet, muss sagen, leider, ich bin ja nicht mehr im großen Geschäft drin, seit einiger Zeit die letzte Statistik von 2004, es hat aber sicher nicht geändert, weil wir haben in der Zwischenzeit Bahn 2000 gemacht, da waren es in der DB 29 Züge pro Streckenkilometer und bei uns 49. Also wir haben das Netz fast doppelt so stark ausgelastet wie hier in Deutschland. Und trotzdem kriegen wir eine anständige Pünktlichkeit hin. Ja, Sie müssen nicht die Schweizer Bahn applaudieren. Kompetentes und freundliches Personal, es ist ein unglaublich wichtiger Faktor. Bei uns in den 80er Jahren, da war das Personal noch vom Verständnis, auch vom Rollenbild her, waren das Kontrolleure, natürlich ausschließlich männlich. Die waren im ganzen Erscheinungsbild und im Auftreten eigentlich eher Polizisten als Dienstleister. Und wir haben uns damals gesagt, wir wollen die zu Dienstleistern umpolen. Das war eine jahrzehntelange intensive Arbeit. Und vielleicht der entscheidendste Moment war, als dass wir Anfang der 90er Jahre beschlossen haben, wir ersetzen die Uniform durch ein Dienstkleid. Und wir haben uns gestattet, die Hüte abzuschaffen. Das hat bei uns und nicht wenige parlamentarische Anfragen, also im eidgenössischen Parlament, hat uns das eingebracht. Man hat Angst gehabt, man erkenne das Personal nicht mehr. Aber ich kann Ihnen sagen, man erkennt es immer noch sehr gut. Und das Personal macht einen wunderbaren Job. Es wird ja nicht leichter, das kann man auch sagen in der ganzen Entwicklung. Ich muss aber sagen, ich habe auch das Gefühl, auch in Deutschland hier in DB, dass sehr, sehr kompetentes Personal hier an der Arbeit ist. Die Züge. Ich würde Ihnen sagen, entscheidend ist natürlich nicht das Spitzenprodukt. Und der ICE, es war eine wunderbare Reise, der ICE bis nach Karlsruhe, das ist wirklich ein schöner Zug. Es ist der Zug, wo ich allen Leuten sage, leiste dir ja nicht ein Erstklass-Ticket, weil du hast in der zweiten Klasse so viel Platz, dass du den Mehrpreis nicht bezahlen musst, was natürlich für die Rentabilität des Zuges nicht wahnsinnig gut ist. Wir verkaufen nämlich Sitzplätze pro Zug. Dann war der Wechsel in den IC, und da muss ich Ihnen sagen, da ist eben dieser Gap unglaublich groß. Erstens war er schmutzig,
und zwar von oben bis unten. Die Fenster waren schmutzig, das Licht ist schlecht. Ich komme dann an hier in Stuttgart, eben mit diesen 5 Minuten, und da habe ich mich auch wieder gewundert. Es war ja fast 17 Uhr, wie wenig Leute es hatte, immerhin ein IC, der nachher nach München fährt. Da kann ich Ihnen sagen, bei uns in der Schweiz Faktor 10. Einfach von den Menschen her, das ist auch ein Hinweis. Ich denke, das ist entscheidend. Dann eine erfolgreiche Bahn, sorry, aber es ist einfach so, die fährt Doppelstock. Ganz einfach, weil sie halt mehr Sitzplätze reinbringen. Das sind die Japaner, die Chinesen werden dann Doppelstock fahren, die Franzosen fahren wunderbar im TGV Doppelstock. Wir fahren Doppelstock seit langer Zeit, Zürich S-Bahn seit 1990. Wir fahren jetzt auch auf der Westbahn und zum Glück fahren wir Doppelstock, weil nur so können Sie schlussendlich 1500 Sitzplätze in einen Zug reinbringen. Sie mehr, weil bei uns hat die erste Klasse eine größere Bedeutung, einen größeren Anteil. Und das entscheidende Kriterium für das Rollmaterial ist Robustheit. Robustheit. Und ich muss Ihnen sagen, das hat eine Bahn, die Bahn, die, ich sage jetzt auch nur in einem Segment, aber im Hochgeschwindigkeitsverkehr mit Abstand die Besten sind die Franzosen, die wirklich den Mut hatten, über Jahrzehnte das gleiche Konzept von Alstom zu fahren und hunderte von Zügen zu haben, was den Unterhalt alles massiv vereinfacht. Man muss nicht bei der Bahn auf Spitzentechnologie ausholen, weil das ist unglaublich heikel. Wir haben auch 2, 3 Sündenfälle. Ich weiß nicht, ob wir immer noch Neigezüge unbedingt in der Schweiz, aber das ist ein anderes Kapitel. Jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Eine positive emotionale Beziehung der Bevölkerung zu ihrer Bahn. Ich werde ja immer gefragt, warum ist das in der Schweiz so anders als in Deutschland? Natürlich, wir bauen keine Autos in der Schweiz, das ist einmal ein Unterschied, aber ich kann Ihnen sagen, als ich am 1. Januar 1993 als Chef der SBB begonnen habe, hat man gesagt, die SBB, das sind die transportieren die 4 A's, die Armen, die Alten, die Auszubildenden und die Ausgeflippten. Und eigentlich die spontane Assoziation, das waren rote Zahlen, also wir hatten ein sehr schlechtes Image. Und es ist dann Bahn 2000, Halbtagsabonnement hat sehr viel bewirkt. Und dann kam ein Ereignis, das für die Schweiz ein absolutes Schlüsselereignis war, 2001, der Fall der Swissair. Das war traumatisch für unser Land. Die Swissair, die hatte einen Ruf über allem anderen und plötzlich war sie weg. Die Swissair war auch eine Klammer über das ganze Land und die Schweiz ist zwar klein, aber nicht ein ganz einfaches Land, weil wir die französische Schweiz haben, die deutsche Schweiz, die italienische Schweiz mit sehr unterschiedlichen Kulturen. Und die Swissair war eine Klammer über das ganze Land. Und da haben wir verstanden, es gibt nur eine Unternehmung, die da rein kann. Das ist die SBB. Und wir haben begonnen, uns damit auseinanderzusetzen. Und da gibt es dieses wunderbare Wort, der Brand. Was macht ein Brand aus? Der Brand ist die spontane Assoziation, die Sie haben mit einem Produkt. Und wie man ja weiß, sogenannte Power Brands, sie sind Milliarden wert. Wenn Sie ein Coca-Cola oder irgend so einen Brand nehmen. Wir haben uns begonnen, damit auseinanderzusetzen. Und ich habe mein letztes Referat vor all meinen Kollegen, europäischen Kollegen, in Interlaken war das, hat geheißen Beyond the Rational. Wir haben uns immer nur über Fahrpläne, über Rollmaterial und so weiter, aber nie, was eigentlich diese emotionale Beziehung ausmacht, die so wichtig ist. Und ich habe jetzt, also den Schwiegermutter-Effekt habe ich auch in diesem Interview mit Herrn Grube gelernt. Er sagt, das Image der DB ist wie eine böse Schwiegermutter, die man zwar braucht, aber die man nicht gern hat. Also was macht der Brand? Übrigens, das genau, nein, noch schlimmer in Österreich. Kann ich Ihnen sagen, das Bild der österreichischen Bahn im Volk ist so was von schlecht. Und dann nicht nur das, es schreckt mich dann noch die Meinung der Leute, da kann man auch nie etwas ändern. Und Sie können froh sein, dass es die Westbahn gibt. Wir haben es fertig gebracht, die ÖBB zu ändern. Aber das ist ein anderes Kapitel. Also was macht diesen Brand aus? Es sind natürlich die Züge, die Eigenschaft haben, dass man sie im ganzen Land sehr genau sieht, weil die im ganzen Land rumfahren. Das Personal in den Zügen und hinter den Schaltern, die Bahnhöfe.
Ich kann Ihnen sagen, es ist mir schleierhaft, warum man über fast ein Jahrhundert die Bahnhöfe sträflichstens vernachlässigt hat. Darum kommt dann noch ein Kapitel über die Bahnhöfe. Dann das Leitungspersonal, natürlich ein Hartmut Medorn, ein Herr Grube, die prägen das Image einer Bahn. Die Kommunikation, natürlich kommt Werbung noch dazu, PR kommt dazu, aber man kann mit dem, darum kommt es bewusst am Schluss, man kann damit nicht ein Image oder schon gar nicht ein Brand machen. Jetzt das letzte Kapitel, attraktive Bahnhöfe. Ja, unsere Vorfahren, die wussten doch, was das ist. Die haben Industriekathedralen gebaut. Schauen Sie sich das an. Wenn Sie ein St. Pancras haben, ein Gare de Lyon, auch Stuttgart, Zürich und so weiter, die wussten das. Das war, die haben Visitenkarten für Stadt und die Bahn. Es war übrigens auch die Orte, das war ihre Verbindung, Brand, ihre Verbindung mit der großen, weiten Welt, das war der Bahnhof. Ein sichtbares Zeichen. Und dann hat man sie jahrzehntelang vernachlässigt. Und das beste Beispiel ist ja das Wort, das sich in Deutschland ergeben hat, das Bahnhofviertel. Wir kennen auch alle die Stadt, wo ein ganz großes Bahnhofviertel existiert hat. Ich weiß nicht, ob es noch gibt. Und das war ja nicht ein Lobeswort, sondern im Umfeld dieser vernachlässigten Bahnhöfe hat sich noch das ganze Milieu angesiedelt. Attraktive Bahnhöfe, sie sind belebt. Sie haben einen guten Mix von Restaurants und Geschäften, und zwar Restaurants aller Art und Preisklassen. Sie sind sicher. Es gibt übrigens einen sehr großen Zusammenhang zwischen Sicherheit und belebte Bahnhöfe. Und sie sind optimal mit dem öffentlichen Nahverkehr verbunden. Wenn Sie einen attraktiven Bahnhof haben, und für mich ist es eigentlich das Zeichen, dass ein Bahnhof wirklich attraktiv ist, dass Leute, die nicht zum Bahnfahren in den Bahnhof kommen, weil sie zum Beispiel dort in ein Restaurant gehen. Das macht den Bahnhof noch attraktiver, und weil er noch attraktiver ist, kommen mehr Leute, die Bahn fahren. Also das Immobiliengeschäft, das Restaurantgeschäft, die Geschäfte und das Bahnfahren, die spiralisieren sich gegen oben. Wir haben etwas spät, aber wir waren die Ersten in Europa, die das entdeckt haben, im Jahre 2000 auch erst, und wir haben wirklich ein unglaublich intensives Programm jetzt hinter uns, und es kommt noch Genf als letzter Bahnhof, der nachgeholt wird, und dann sind wir so ziemlich wieder à jour mit allen Bahnhöfen, und es ist unglaublich, wie sich das Geschäft entwickelt. Wir hatten, ich glaube, es war im Jahre 2003, war noch der Umsatzanteil im Immobiliengeschäft war 45% des Umsatzes im Güterverkehr. Im letzten Jahr waren es schon über 70%. Also Sie können absehen, wann dieses Geschäft den Güterverkehr überholt. Und die Bahnhöfe sind auch für den Eigentümer der Bahn, für den Staat unheimlich wichtig, weil der hat ja diese Bahn in der Bilanz. Und ich kann Ihnen sagen, die großen Aktivposten sind natürlich nicht die Strecken, wo der Staat ohnehin noch sehr viel reinzahlt. Das Tafelsilber für den Staat sind die Bahnhöfe. Und deshalb muss man zu ihnen schauen und muss dort eben relativ gescheit wirken. Ich zeige Ihnen jetzt diesen wunderbaren Bahnhof. Er stammt von 1971, es ist der Bahnhof von Zürich. Man wollte ihn übrigens in den 60er Jahren abreißen und etwas Neues machen. Man hat sich zum Glück nicht durchgesetzt. Sie sehen diese große Statue vorher, das ist Alfred Escher. Das war der einzige Tycoon, der es in der Schweiz je gegeben hat, im 19. Jahrhundert. Der hat die Nordostbahn aufgebaut und besessen. Er hat als Regierungsrat Zürich, als Nordostbahnpräsident und als Präsident des Nationalrates der Schweiz hat er Verträge dreifach unterzeichnet, also immer er hat unterschrieben für alle Parteien. Er hat die Gotthardbahn gebaut, mit übrigens Geld auch von Baden-Württemberg und Italien. Aber er brauchte noch eine Bank dafür, und er hat noch eine Bank gegründet, die Schweizerische Kreditanstalt. Und es gibt nicht nur die Gotthardbahn noch, es gibt auch die Credit Suisse noch. Und deshalb steht dieser Herr an der Bahnhofstraße,
wenn Sie diesen Bahnhofeingang sehen, oben im ersten Stock dort in der Mitte ist eines der besten Restaurants in Zürich, das Au Premier. Da gehen eben die Leute auch hin, nur zum Essen. Da sehen Sie jetzt im Bahnhof, was eben abgeht. Dass diese Frequenzen im Bahnhof, dieses Leben im Bahnhof hier, diese wunderbare Halle, die nach Reglement pro Jahr die Hälfte leer stehen muss, damit man eben diesen öffentlichen Raum wirken lassen kann. Und die Nachfrage in der anderen Hälfte ist unglaublich groß. Und da ist alles und jedes, spielt sich dort ab, weil es ist ein unglaublich zentraler Ort. Da sind die Schweizer Meisterschaften im Beachvolleyball und alles findet hier im Bahnhof statt. So, das Fazit noch am Schluss. Woran erkennt man denn die gute Bahn? Es ist erstens im Marktanteil natürlich zwischen den Zentren. Bei uns, ich habe dieses goldene Dreieck erwähnt, da sind über 90% auf der Bahn. Also die Marktanteile sind unglaublich groß. Und das Zweite ist, wenn Sie in die Züge gehen, und zwar überall, Sie sehen eigentlich, das, was Sie sehen an Kundschaft dort, das ist ein repräsentativer Schnitt der Gesamtbevölkerung. Es sind eben nicht mehr die 4 A's, sondern es ist wirklich eigentlich die ganze Bevölkerung fährt hier Bahn. Und wahrscheinlich der größte Fortschritt ist, 1993 war Bahn noch ein ideologischer Entscheid. Damals war noch eher, Bahn, öffentlicher Verkehr ist eher links, Auto ist, Privatverkehr ist eher rechts. Heute ist das absolut pragmatisch geworden. Man macht das, was Sinn macht. Ich danke Ihnen herzlich für Ihr Zuhören.